Die Schreberkolonie Gartenfreunde Leipzig Südost e.V. Ein Name so lang wie ein Baguette. Und das ist nicht das einzige Französische hier. Also wenn ich in meinem Garten sitze, ja, fühle ich mich ja wie in Paris. Guck ich nach vorn, hab ich einen Eiffelturm. Es ist ein Funkturm, aber ist egal. Hinter uns haben wir das Völkerschlachtdenkmal. Wo Napoleon verlor. Es fehlt eigentlich bloß noch ein Gläschen Rotwein. Aber das muss warten, denn gleich braucht es einen ungetrübten Blick. Wir warten dann auf den Rest vom Vorstand, also der Stellvertreter kommt nachher noch. Und da werden wir dann das Messgerät nehmen. Ich bin der Michael Baumann, bin erster Vorsitzender der Gartenfreunde Südost. Bin sozusagen der Gartensheriff von Leipzig. In Leipzig bin ich wohl einer der strengeren Vorsitzenden. Wir waren in den letzten 2-3 Jahren, waren wir auch bitte sehr lasch. Wir haben also geschimpft und gemeckert und haben dann wieder weggeschaut. Ach komm, ja, es wird schon noch. Und da haben wir aber dieses Jahr gesagt, wir gehen etwas verschärfter vor. Es wird harte Arbeit. Wenn ich mit dem Stab immer so dann meine Runden drehe, ja, da rollen schon die Augen. Also wie, oh, jetzt kommt der Gartensheriff, Mist wieder. Ja, ich meine, es ist ja kein Radargerät, um die Geschwindigkeit zu messen, sondern einfach nur, um zu gucken, ob der Hecke stimmt oder nicht stimmt. Und dann kann es jetzt losgehen. Da kommt der Rest vom Vorstand, also der Stellvertreter. Sieht ein bisschen aus wie ein kleines Panoptikum, hä? Warum? Mit deiner Messlatte. Du hast nur Angst, dass du so klein aussiehst gegen die, hä? Ja, aber ich glaube, bei dir schlägt es eher an als bei mir. Ne? Ah, ja. Ah, ja. So, wir gehen hier runter. Wenn hier Verstöße im Busch sind, entdecken es die Heckenchecker. Und die Grundregel besagt, also nach dem Bundeskleingartengesetz, wenn man es ganz penibel nimmt, sind 1,20 Meter. Gerade. Passt. Wir tolerieren ja bereits bis 1,50 Meter. Also sind wir ja schon überhalb der gesetzlichen Norm. Ja, das ist schön, okay. Also noch im selbstgebauten Rahmen. Die berüchtigte Messlatte ist einfach für mich nur ein einfaches Hilfsmittel. Huch, fällt mir gleich der Hut runter. Ist einfach nur ein einfaches Hilfsmittel für mich, um nicht immer den Zollstock rausholen zu müssen. Denn wenn man so sieht, die Heckenbreite haut jetzt mal hin, obwohl die Hecke nach innen geht, da ist es nicht dramatisch. Aber die Höhe haut halt hin. Das, was hier vorguckt jetzt, ja, das sind die Stoppeln, das ist halt jetzt, weil es treibt. Ja. Aber wenn du dann aber Hecken hast, wo oben hier, wo ich die dann so hochhalten muss, ne, das geht natürlich nicht. Ja. Wenn man jetzt mal hier nimmt, hier, ja, das ist also jetzt einfach nur wild, die machen es halt nicht. Ne. Das ist jedes Jahr hier so. Hier siehst du eigentlich mal eindeutig, es ist halt zu viel. Die Schmerz, also eigentlich darf es ja bloß bis hierher sein. Das ist die gesetzliche Vorgabe, der oberkante Griff, ne, ist 1,20. Und da haben wir ja schon 1,50. Aber nee, hat dann immer wieder Herr Scheck halt missachtet. Die kriegen mal einen Brief jetzt, da formulieren wir mal einen Brief. 2,42. Ist klar, das mag nicht jeder. Ja, aber wenn man dann wieder hinkommt und man sagt, ja. Zurück nach Leipzig, wo Sheriff Baumanns Heckenhöhenmesser weiter das Maß aller Dinge ist. Bei Wuchsverstößen drohen ein Aktenvermerk und kurzer Prozess. Alles, was drüber guckt, ist zu viel. Das ist wie mit dem Topf beim Friseur. Ne? So, alles, was vorguckt, muss weg. Davon bietet dieser Garten reichlich. Die Problemparzelle wächst dem Sheriff schon länger über den Kopf. Check, das kannst du aufschreiben, ja. Ich soll mich nicht weiter verarschen, ja. Was? Das hier. Ich kann nicht hier vorne meine Hecke 1,20 lassen und dahinter lege ich mir so einen Buschanlage an, die dann 2 Meter hoch sind. Das geht nicht. Es gibt so Einzelfälle im Verein, wo mich welche regelrecht provozieren. Wenn ich sage, deine Hecke muss runter auf 1,20, 1,50. Jojo, mache ich sofort nächste Woche. Komme ich vorbei, passiert wieder nichts. Das klingt ja saublöd, ja? Wenn du drinnen so einen Busch hast, so eine Pflanze hast hier, ne? Kannst du machen, da kann die auch hochwachsen. Sobald du aber 3 Büsche nebeneinander hast, ist das Hecke. Zählt die als Hecke. So, und das hier, sehe ich, ist natürlich eine volle Hecke. Die kannst du mal aufschreiben, ich rufe die an. Ja, das haben sich die Gartenbesitzer selbst eingebrockt. Die Grundregeln ist die Heckenhöhe,
die Ein-Drittel-Regelung und die Sauberkeit vor dem Garten bzw. im Garten. Die drei Grundregeln müssen eingehalten werden, weil sonst kommt dann der Gartenscheriff. Auch das nächste Grundstück ärgert den Kolonievorstand maßlos. Wenn du jetzt reinguckst, ist eine junge Dame, ja, wenn ihr den Garten, falls wir es schaffen, mal reinzugucken, irgendwo einen Kopf durchsteckt, siehst du halt, keine Zeit, aber trotzdem Garten behalten wollen. Wenn ich mir den Garten hier angucke, das ist Wüste in Hochpotenz. Action-Abmahnung, hier muss was passieren. Voll und ganz. Die kriegt jetzt eine Abmahnung. Ja, ich habe es ihr schon ein paar Mal gesagt. Da kann sie mit den Augen blinzeln, wie sie will, weil das kann sie. Machen wir aber nicht. Irgendwann ist immer Schluss. Ich könnte fast sagen, dass ich eine gespaltene Persönlichkeit habe, weil ich auf der einen Seite bin ich sehr streng. Der braucht eine offene Mütze, braucht er endlich. Und dann gibt es immer wieder Momente, wo ich sage, leben und leben lassen. Jetzt guck mal, haben sie schön gemacht. Solange sich an geltendes Recht gehalten wird, können die Pächter eigentlich tun, was sie wollen. Wenn man den Garten reinguckt hier, mir sagst du, es ist auch ein Haufen Schnickschnack da drinnen, ne? Und da ist ein Haufen Schnickschnack drinnen, ne? Jeder hat ja anderen Stil, seinen Garten zu gestalten. Wichtig ist für mich nach wie vor, es muss ersichtlich sein, dass der Garten auch genutzt wird für Obst- und Gemüseanbau. Jetzt haben wir geguckt, wo ist die Anbaufläche jetzt, ja? Ja, gut. Jetzt gucken wir über den Zaun. Habe ich noch nie gesehen, dass man das so machen kann. Ja, man kann es aber Kübel, machen. Aber es geht. Aber es funktioniert, ja. Es ist angebaut. Selbst in dem alten Grill ist angebaut, an der Seite ist angebaut. Ja? Und der Schnickschnack, den man so sieht, ist halt eine Ansichtssache, ja. Am Fuße des Völkerschlachtdenkmals in der Kolonie der Gartenfreunde Leipzig Südost trügt die Idylle. Die Heckenhöhenkontrolle ist noch immer im Gange. Die Heckenschützer nehmen es heute ganz genau. Ich und mein Stellvertreter, wir sind beide Alphatiere. Ich aus der Natur heraus, er beruflich. Denn Jack ist pensionierte Polizeiführungskraft. Wir versuchen zumindest auf einen Hut zu kommen, unter einen Hut zu kommen. Ja, und wo es nicht ganz so klappt, dann wird es ausdiskutiert. Meistens legt der Vorsitzende die Regeln strenger aus als sein Stellvertreter. Das jetzt hier ist so ein Thema hier, wo bei uns auch ein bisschen so die Gemüter auseinandergehen, die Meinung. Was hast du hier schon wieder? Oh, was hast du denn hier schon wieder? Das muss ich dir doch nicht sagen, oder? Dass man hier nicht, was hier nicht stimmt. Für eine ordnungsgemäße kleingärtnerische Nutzung fehlen hier eindeutig Obst und Gemüse. Steht im Pachtvertrag drin, Nicht-Einhaltung der Ein-Drittel-Regelung bedeutet Kündigung des Pachtverhältnisses. Ja, er hat zumindest das erste Mal. Wo hat er was angebaut? Wo? Da drüben hat er ein kleines Beet gemacht. Da hinten, dort hat er ein Beet gemacht. 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Aber wenn du hier reinguckst und wenn du sagst, das findest du schön und es ist in Ordnung so. Ich finde das nicht schön, das habe ich nicht gesagt. Nee. Du hast sie mir gesagt, du siehst da keine Anbaufläche. Ich habe dich darauf hingewiesen, wo Anbaufläche ist. Check, das hier ist gar nicht. Das, nee, Jack. Wir haben mit dem so viel Theater gehabt. Den lasse ich diesmal nicht durchgehen. Die ist so minimal. Das ist schon kein Alibi mehr. Ja, entspricht aber nicht der Drittelregelung. Da gebe ich dir da recht. Aber er hat zumindest was angebaut. Da müssen wir halt mit ihm reden, dass er eben halt noch ein bisschen mehr Fläche macht. Der Redner ist das dritte, wenn nicht das vierte Jahr. Ja, dann müssen wir eben halt das dritte und vierte Jahr reden mit ihm. Letztendlich müssen wir immer alle beide eine Einigung finden. Und das machen wir auch. Und ja, schlussendlich geht's nur gemeinsam. Es gibt natürlich auch Fälle, die keine zwei Meinungen zulassen. Bei der nächsten Parzelle kann selbst der kulanteste Kontrolleur kein Auge zudrücken. Hier ist natürlich unser großes Thema jetzt. Ja. Man will uns also weismachen, von Seiten des Pächters, dass dieser Garten regelmäßig bearbeitet wird. Na, wenn das der Wahrheit entspricht, dann wird hier aber ein fabelhafter Dünger benutzt. Katastrophal. Ich denke mal, er wird regelmäßig bearbeitet. Aber nicht vom Pächtern, sondern Jack, machen wir mal A, B oder C. A ist Mutter Natur. Nehmen wir A, ja.
Das ist also Mutter Natur. Man lässt das Mütterchen Natur hier arbeiten. Und die hat hier freie Hand. Ich kriech ein Hals. Der Pächter schert sich nicht darum. Das hat nun ein juristisches Nachspiel. Also hier ist es eben so weit gekommen, dass wir jetzt Gerichtsverfahren haben, dass wir diese fristlose Kündigung durchsetzen und gleichzeitig jetzt eine Zwangsräumung haben. Ich mache jetzt schon regelmäßig Fotos hier, dass wir dann vor Gericht auch genug haben. Und die nächste große Frage, die mir ja noch mehr Kopfzerbrechen macht, wie das eine hier, ist ja auch die Kosten, die wir haben. Wir sind ja so ungefähr grob bei 1.700, glaube ich, haben wir ausgerechnet, wenn es reicht. Was ist Gerichtskosten sind? Dann kommen noch Kosten dazu, wenn man jetzt... Das sind ja alles Gelder des Vereines, die da aufgebraucht werden müssen. Ne? Das müssen ja alle bezahlen. Umso wichtiger, dass der Garten schnell wieder in liebe und verantwortungsvolle Hände kommt. Selbst wenn wir den Prozess gewinnen, greifen wir nachher mal in die Tasche, ne? Kannst du lange warten. Bei den Leipziger Gartenfreunden besucht Sheriff Baumann heute einen Pächter, der seiner Kolonie noch nicht lange angehört. Jetzt gehen wir mal zum Ralf hinter, der ist neu hier. Ja, man kennt ihn mittlerweile. Ja, ein bisschen überpräsent. Also ich bin der Ralf. Ich habe als Kind schon getüftelt, ich habe Schwebebahnen selber gebaut. Aus Holz irgendwelche Plattenspieler oder irgendwas habe ich immer zusammengebaut. Sein neuestes Projekt ist ein Entspannungsbad. Das ist mein Garten. Aber er liegt in Sheriff Baumanns Revier. Da ändert sich ja ständig was bei ihm. Na? Ich war jetzt 3-4 Tage nicht hinten. Mal gucken, was er jetzt Neues gemacht hat. Rolf! Ich höre ihn schon wieder bohren. Ding Dong! Jetzt lasst das Mister sehen jetzt. Oh ja, ich sehe schon wieder, was du machst, vermeiden. Hast du schnell das Höschen angezogen, Ralf? Hoho! Also ich bin kein Freund davon, da wir ja viele Kinder hier haben. Ein Naturist ist der Neuling also auch noch. Na hopp, schnell das Höschen angezogen. Ich bin ganz nackt. Jawohl! Ich mag das einfach, mich stört das, wenn da überall der Stoff drum hängt. Immer rein und steig. Ach, jetzt sehe ich. Das muss natürlich beäugt werden. Und was sagt das wandelnde Kleingartengesetz zu Bastel-Ralfs selbstgemachter Errungenschaft? Aber wenn ich das jetzt so sehe, ne, ich finde es verlockend. Ja, ich finde, Pool hat jeder im Garten, was ich eigentlich manchmal nicht richtig finde. Aber das ist eben schön klein, das ist nicht zu groß und man hat da Erfrischung. Da müssten wir zwei eigentlich das Probeliegen machen, wisst ihr das? Passt da nicht rein. Warum? Hier ist eigentlich nur für solche. Ach so, nee, das geht schon, da hast du weniger Wasserverbrauch. Und was geschieht damit, wenn die heißen Tage vorbei sind? Das bleibt auch im Winter drinne. Weil da passiert ja nichts. Das ist ja alles. Das ist ja Eisen, da freut nichts. Ich habe ja in meinem alten Haus habe ich es auch drin gelassen, den ganzen Winter. Im Frühjahr wird dann eine kurze Schocklorung gemacht und dann geht es wieder weiter. Ja, das läuft nur durch das rum. Da kommt dann eine richtige Filterpumpe im Rainer. Ein weiteres handwerkliches Highlight versteckt sich unterhalb der Grasnarbe. Ralf ist nämlich auch stolzer Besitzer eines ausfahrbaren Bierkellers. Deckel auf, einmal drehen, dann fährt er hoch. Nicht schlecht, nicht schlecht, das Best. Um nicht zu sagen, verlockend. Mhm. Und eiskalt, 8 Grad. Ja, und wenn der Besuch kommt, dann ziehe ich das ganz hoch. Ach, ich krieg heute mehr Besuch, dann brauche ich mehr. Super. So, dann muss man da runter arretieren und Deckel dann drauf, damit keiner das findet. Und wenn dann der Rasen wächst, dann sieht das keiner mehr. Also, mein Ralf, ich bin begeistert. Ich wusste vom Garten, von dem, was du hier machst. Wenn was ist, sagst du Bescheid. Ja? Gut. Lieber immer mehr fragen. Alles klar, ciao, ciao.
Bei den Leipziger Kleingärtnern bereitet Sheriff Baumann mit fleißigen Helfern den Höhepunkt des Jahres vor. Das Kolonie-Rambazamba für die Kleinsten. Morgen findet unser alljährliches Kinder- und Sommerfest statt, das wir jedes Jahr immer so 14 Tage vor den sächsischen Sommerferien machen. Auch wenn es gerade nicht sehr sommerlich anmutet. Wetter, wie ihr seht, heute ein bisschen duster. Das macht mir ein bisschen zu schaffen hier. Das ist immer meine größte Sorge. Um den Wetterkapriolen nicht schutzlos ausgesetzt zu sein, errichten die Männer ein Großraumzelt. Wir machen das und das zu. Okay. Und vielleicht noch, hier, guck mal, zwei Seitenwände. Wenn die Sonne morgen genauso tröpfelt, könnte es eher eine Trauerfeier als ein Sommerfest werden. Ja, wir müssen mal gucken. Die hatten ja zwischen 10 und 13 mal so ein bisschen Hu angesagt, ne? Aber Hu interessiert uns nicht. Dann machen wir Puh und dann geht das wieder weg. Zum Regen gesellt sich nun auch noch Wind. Das wird dem Zelt zu viel. Damit war die heutige Arbeit umsonst. Denn bei diesem Wetter macht nur noch ein Rückbau Sinn. Da wollen wir das Gestell nicht stehen lassen. Alles zusammenräumen. Alles. Wie schätzt Sheriff Baumann die Lage ein? Katastrophal. Aber die Welt geht nicht unter bei uns. Wir Gärtner halten zusammen. Trotzdem ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Und es kommt noch schlimmer. Der Pavillon ist nach seinem Einsturz nicht mehr der alte und wird seine Diensttauglichkeit nie wieder zurückerlangen. Es war sau blöd gelaufen jetzt. Ja, da war eine Windböe, die war zur falschen Zeit, am falschen Ort. Haben wir total Schaden mit dem Zelt. Aber da ja morgen die Sonne scheint, sind wir ja zuversichtlich. Mit ein bisschen Husten und Heiserkeit geht in den Kampf morgen. Sheriff Baumanns Wort in Petrus Ohr. Und er wird erhört. Am nächsten Tag lacht die Sonne. Jetzt wird geschafft. Kameraden, antreten! Jetzt geht's los hier, hä? Uiuiui. Die Zeit, die drückt, meine Herren. Hier so noch die zweite Reihe. Dort nicht mehr, brauchen einen Durchgang. Und die Reihe stellen wir noch mit hier hin. Ich hol gleich mein Megafon raus, da geht das hier ein bisschen deutlicher. Das Sommerfest ist ja ein bisschen mein Baby. Und dann haben wir halt jedes Jahr immer was Neues. Ne? Immer was Neues. Hier wird ja ein ganz schöner Zirkus veranstaltet. Helene Fischer hätte ich gerne hier gehabt, auch die hat die Nase gebrochen letztens. Da hat sie abgesagt. Ne? Tja, man kann nicht alles haben. Da hat Helene Pech gehabt. Jetzt bereiten wir mal schon für die Tombola die ersten. Gewinne auf. Das heißt jetzt, ich muss jetzt eine Stunde vorbereiten, die Tombola. Und das hält ja auf, ja. Ganz allein muss er Kroko und Co. nicht bezwingen. Sheriff Baumanns Frau Carola unterstützt ihn bei der Verlosungsvorbereitung. Nein, hör auf, das war das Letzte. Heb dir deine Luft für heute Abend auf. Auch Tochter Mandy hilft beim Preisaufpusten mit. Vom Sommerfeststress ist dem Sheriff nichts mehr anzumerken. Das ist wie bei mir. Ein Ring, zwei Ringe, drei Ringe. Du kannst ein Hollywoodstar sein, Papa. Vorne eine Hauptrolle, links und rechts eine Nebenrolle. Oh. Nur die kann man ablassen, meine ich. Junge Frau, wir müssen mal aus der Bahn bleiben, kurz. Die haben wir vorher Jahr vergessen zu verlosen. Und da ziehen wir die nächste Jahr mit rein. Haben wir noch im Schrank gefunden. Die Gewinne treibt der Schnäppchenjäger ganzjährig auf. Du musst dir vorstellen, kostet 25 Euro, habe ich normalerweise 24,95 und die habe ich für 3,45 gekauft. Es gilt, nach dem Sommerfest ist vor dem Sommerfest. Ich nehme immer bei Zeiten schon ein Tombola-Geld raus in der Handkasse und dann gehe ich bei Zeiten immer so, dass ich immer flüssig bin, unterwegs bin. Und dabei hat er einiges zusammengetragen. Zu richtig heißen Preisen. Offiziell kosten die 9,99 €. Ich habe für 1 Euro bekommen. Solche Mixer hier, 20 Euro. Ich habe 9,99 € bezahlt dafür. 3 Euro, wiederhole, 3 Euro bezahlt. Wir kaufen mal so ein Ding für 3 Euro. Ja? Also ihr merkt schon, da geht's bei mir ab hier.
Ja, und auch modisch geht's hier ab. Vorbereitet ist alles. Schlimmste, was passieren kann, dass ich was vergessen hab. Nee, ich wüsste jetzt nicht was. Ich hab eigentlich alles vorbereitet. Heute gibt's noch einen ganz besonderen Hauptpreis, so als Lacher zum Schluss. Und den verrate ich aber noch nicht. In Leipzig wurden die Tombola-Lose verteilt und Sheriff Baumann will jetzt die Preise und das Sommerfestvolk bringen. Herze Bubbert, wie immer, das geht hier den ganzen Tag. Aber ich gebe mir heute Mühe, wir haben viel Kinderspielzeug da. Ich werde heute die Kinder schön beglücken. Wird schon was werden. Meine lieben Gartenfreunde, es geht los. Eine Akku-Heckenschere gewinnt die 274. Die Tombola, damit habe ich eigentlich zwei Effekte. Freude, Spaß, die Leute kaufen Lose und kriegen was Gutes. Es gibt viele Preise durch meine Schnäppchenjägerei. 842, einen Heizlüfter. Das andere wieder ist, da kommen dann die ganzen Massen vor, die Gärtner, weil sie was gewinnen, die wollen ja gewinnen, wollen ja was haben. 113 gewinnt diese beiden Gartengeräte. Wer möchte von mir ein Kind? Ja, ja, lass stecken. 711. Wo ist die 711? Hier, der eine Vogel hat einen Vogel, es kriegt noch ein Haus dazu. Genug des Kleinkrams. Nun wird der geheimnisvolle Großgewinn enthüllt. Das ist ein Hauptpreis und nehme ich einen Überraschungspreis. Pass auf, wir machen das spannend. Geht, passt auf. Ein was, was die Welt braucht, gewinnt unser Gärtner. Jetzt, heb ihn an. Ja, einen super TV von Elta Germany in Black and White. Das hat noch keiner gewonnen hier. Ältere werden sich erinnern. Der Hauptpreis, das war ein 20 oder 30 Jahre alter Schwarz-Weiß-TV für ein Camping. Ja, so ein altes, verstaubtes Ding, aber noch nagelneu, war noch nicht benutzt. Und das haben wir so als Hauptpreis, als Gag ein bisschen mit vergeben jetzt. Man könnte auch sagen, dass er als Showmaster ein Stück Fernsehgeschichte geschrieben hat. Jetzt kann auch er entspannen. Man wird jetzt ruhiger, weil man das Gröbste jetzt durch hat. Gönn dir. Einmal Kräppelchen, eine kleine Tüte bitte, ja? Danke dir, meine Jungs. Ach. Voller Erfolg. So, kann man nicht meckern. Das Wetter ist genau das Richtige. Ja? Und die Leute sind glücklich, zufrieden. Macht Spaß. Die Tombola war natürlich wieder heute Highlight. Ja, und ging ganz schön ab. Ich werde meine Kräppelchen genießen, noch ein kleines Eis hinterher, ein Bierchen. Und dann geht's ab zum Rolfi. Machen wir schön Whirlpool, Bierchen, Bad nehmen. Na, und da geht's ab. Also, raus aus dem Bühnenoutfit, rein in den Bademantel. Und mit Karacho in den verlockenden Feierabend getuckert. Also, unser Ralf, ne, der ist halt jetzt ein bisschen bekannt geworden durch seine Gangas und Stringgas, die er nun halt gerne trägt, soweit man sowas überhaupt tragen kann. Hallo Ralf! Servus! Servus! Ist das Bier schon kalt? Ja. Ach, na, das wird dein Ding jetzt. Na, dann mal rein ins Badevergnügen. Yes, it's Maria. Also, wir haben den Nippel stehen bei uns, du. Also, Abbasch. 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 Du, das läuft wirklich über jetzt. Geil. Oh, das krabbelt aber schön. Na dann. Noch einen prickelnden Sommer.